Hallo Internet und herzlich willkommen bei Betriebsrat TV. Hallo Internet. Heute ohne Schnitt, ohne alles. Deshalb jeder Mist bleibt hier drin. Jetzt habe ich Angst, Alter. Jeder Versprecher bleibt drin. Genau, wir wollten. Jedes Gestammel. Ja, wir wollten nämlich mal ein kurzes Lebenszeichen geben und erklären, warum wir so lange nichts von uns haben hören lassen. Du bist jetzt gerade aus dem Urlaub zurück. Ja. Du warst in? Ich war 4 Wochen in Norwegen und auf dem Rückweg sind wir dann über Finnland und Schweden gekommen. Aber eigentlich war die Tour in Norwegen. Großartiges Land. Toll. Ja, beneidenswert. Ich habe ja gehört, dass deine Vorfahren auch teilweise aus Norwegen stammen. Ja, teilweise. Ja, und in der Stadt, wo dein Vorfahr herkommen kam, war ich auch. Großartig. Wir lieben das Land. Vor 45 Jahren hat mir mal ein Profi-Busfahrer, der so Reisegesellschaften in ganz Europa gefahren hat, den habe ich mal gefragt, welches ist das schönste Land, wo er war. Ja. Und dann hat er sofort gesagt, Norwegen. Hm. Und seitdem wollte ich da immer mal hin. Und jetzt hat es geklappt. Und landschaftlich zumindest hat er recht. Ja, eigentlich hatten wir alles vorbereitet. Wir hatten diverse Videos auf Halde aufgenommen, dass ich die schön sukzessive während deines Urlaubs rausbringen kann. Das stimmt. Aber der Rücken hat alles zunichte gemacht. Ja. Ich konnte ganze Weile einfach nur stehen oder liegen. Und das ist doof, wenn man keinen höhenverstellbaren Tisch hier hat. Dann wird das nichts mit irgendwie Videos schneiden. Normalerweise würde ich ihn jetzt bashen wegen der Krankheit, aber ich weiß, wie schlimm es bei dir war. Ja. Ich lasse es. Genau. Aber er hat recht, es ging nicht. Und selbst jetzt ist eigentlich noch nicht alles in Ordnung, aber es reicht, ein paar Minuten hier zu sitzen und mal ein kurzes Lebenszeichen zu geben. Ich weiß nicht, ob ihr im Hintergrund den Tisch sehen könnt mit den Schmerztabletten, die er da angehäuft hat. Es ist grauselig. Nee. Alles gut. Jedenfalls, wir haben nicht den Betrieb eingestellt oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach, manchmal sind gesundheitliche Sachen wichtiger. Ja. Und wir hoffen, dass wir bald wieder dabei sind, richtige Themenvideos zu veröffentlichen, aber wir haben gedacht, es wird Zeit, dass wir zumindest einmal Hallo sagen. Und hast du noch irgendwie was? Nee. Nee, dann hoffe ich, dass ihr noch einen schönen Restsommer habt und dann sehen wir uns bald wieder, ja? Alles Gute, bis zum nächsten Mal und tschüss!